nichts anderes, als dass der Darminhalt in diesem letzten Abschnitt des Darms nicht mehr weiter transportiert wird. Es wird immer mehr Wasser versucht noch herauszuhalten. Sie wissen, Dickdarm heißt er ja nicht, weil er dick ist, sondern weil er eindickt, also Wasser entzieht. Es beginnt, nachdem wir im Dickdarm die höchste Bakterienkonzentration haben, mit einer Zersetzung dieses Darminhaltes. Sehr oft leben dann dort auch in Nischen massive Candida-Populationen, die das Ganze zersetzen, helfen, die dann aber auch Zellgifte produzieren. Und alles in allem wird damit der Transport der Nahrung noch weiter reduziert. Und das sehen Sie hier ganz, ganz wesentlich. Sie sehen, es kommt zu einer Ausweitung des Darms, ja, es kommt zu einem Liegenbleiben der Nahrung und damit natürlich auch zu einer Überschwemmung mit Fäulnisstoffen, mit Gärungsstoffen und vor allem die Muskulatur wird geradezu gelähmt. Das heißt, das ganze Transportsystem des Darms funktioniert dann nicht mehr. Wenn Nahrung zu lange im Darm liegt, dann kommt es zu einer tatsächlichen Autointoxikation. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Sie zu wenig Energie haben. Ja? Es bedeutet Konzentrationsmangel, Gereiztheit, Sie erinnern sich wieder, Darm-Hirn-Achse, Depressionen, Migräne, aber natürlich klarerweise auch Übergewicht, weil wirklich bis auf die letzte Kalorie aus der Nahrung noch alles aufgenommen wird. Jetzt ist es so, dass bei diesen Menschen natürlich das Erste ist, Ernährung umstellen, das ist ganz klar. Spezifisch natürlich auch, wenn Medikamente im Spiel sind, die man einfach nicht absetzen kann. Ja? Denken Sie an Parkinson-Mittel zum Beispiel, an Antidiabetika. Alle haben eine Tendenz zur Obstipation. Jetzt kann man natürlich versuchen, mit all dem, was wir aus der Nahrung kennen, Flohsamenschalen, eingeweichte Pflaumen, geschroteter Leinsamen, Sauerkrautsaft und so weiter. Das sind die natürlichen Hilfen, die immer das Erste wären, was man mal beginnt. Man kann auch vorsichtig beginnen mit Vollkorn natürlich und mal sich anschaut, was hat das für einen Punkt. Aber ich möchte Ihnen etwas mitgeben, was viel ganz anders ist. Nämlich, ich möchte Ihnen mitgeben, das, was ich als Stufenprogramm für die Verstopfung immer bezeichne. Und glauben Sie mir, das hat auch einen wesentlichen Einfluss beim Abnehmen, wenn Sie übergewichtig sind. Nämlich, vielfach sind übergewichtige Menschen auch durchaus gestresste Menschen. Das heißt, sie nehmen sich zum Beispiel auch keine Zeit für den Gang zur Toilette, sozusagen raus aufs Klo, hinsetzen, 10 Sekunden warten, es geht nichts und wieder weg. Ja, unsinnig. Sie müssen Ihren Darm an Entleerung gewöhnen. Das heißt, Sie müssen ihn daran gewöhnen, dass man, wenn Sie fürs Essen eine gewisse Zeit brauchen, brauchen Sie das auch für die Entleerung. Menschen müssen auch an Zeiten gewöhnt werden. Sie können tatsächlich Ihren Darm darauf trainieren, auf eine bestimmte Zeit, wann er sich entleeren sollte. Es ist mir ganz klar. Wenn Sie sich jetzt bloß um 7 Uhr in der Früh versuchen, auf die Toilette zu setzen und die Kinder wollen in die Schule, Ihr Mann will Ihnen noch was sagen, funktioniert nicht. Es heißt nicht, dass Sie in der Früh auf die Toilette müssen. Wenn Sie um 13 Uhr mehr Zeit haben, weil da kein Mensch im Haus ist, dann gewöhnen Sie Ihren Darm auf 13 Uhr. Ja? Ganz gleichgültig. Nur, Sie sollten sich vor allem am Anfang 5 Minuten Zeit nehmen und beginnen dann zum Beispiel auch in Uhrzeigersinn, ja, Ihren Darm oder besser gesagt Ihren Bauch zu massieren. Ja. Geben Sie ihm die Bewegung, die Sie vielleicht selbst zu wenig machen. Ja. Wesentlich ist auch natürlich das entsprechende Trinken. Trinkmanagement. Fragen Sie mich, bringe ich fast nie zusammen. Ja. Trotzdem, wissen Sie, wie ich es geschafft habe? Ich habe mir ganz einfach mein Handy gestellt, immer 1 Stunde vorwärts, ja, und jeweils nach 1 Stunde hat das Handy geklingelt und ich wusste, okay, ich brauche wieder mal ein Glas Wasser oder ein Glas Tee oder so etwas, ja. Wenn ich das nicht tue, nicht einmal die Hälfte der nötigen Flüssigkeitsmenge schaffe ich. Was Sie auch tun können, und ich werde das nie vergessen, ich habe einen
reizenden Arzt gekannt und der hat zu mir bei der Verstopfung immer gesagt, wenn er das Thema vorgetragen hat, hat er gesagt, wissen Sie was, die Menschen brauchen eine Mehrschritt-Sauerstofftherapie. Da habe ich mir gedacht, aha, was ist das? Und dann hat er mich angegrinst und hat gesagt, ganz einfach, die Leute müssen mehr Schritte machen und das möglichst in der freien Natur draußen, um ihren Darm in Bewegung zu bekommen. Also, verordnen Sie das auch bitte. Was noch? Das Glas lauwarme Wasser, vielleicht mit einem Schuss Essig, könnte einen Reflex einer plötzlichen, spontanen Stuhlentleerung tatsächlich zur Folge haben. Also auch das ist durchaus gut und auch nicht schlecht. Schauen Sie sich mal Ihre Toilette an. Es gibt tatsächlich Toiletten, die relativ hoch sind, ja, wo man tatsächlich die Knie tiefer hat, als ihr sozusagen Becken ist. Das ist ganz schlecht. So gingen wir früher nicht aufs Klo. Ja. Wir haben uns auf den Boden gehockt und da waren die Knie sozusagen in Brusthöhe. Also das werden Sie kaum mit Ihrer normalen Toilette zusammenbringen. Aber probieren Sie das tatsächlich mal, die Knie hochzunehmen. Das ist eine ganz andere Position und Sie werden sehen, es geht sehr viel leichter. Sozusagen, Sie erleichtern es der Schwerkraft, tatsächlich den Stuhl aus Ihrem Körper rauszubringen. Ja, und dann möchte ich Ihnen so ein bisschen was erzählen, was Sie machen könnten, um tatsächlich Ihrem Körper, sozusagen der bereits seit Jahren verstopft ist, Erleichterung zu bringen. Aber, und das ist ein ganz interessanter Punkt, nicht für jeden Menschen dieselbe Form der Anregung der sozusagen Darmmotilität. Es ist ganz interessant, ich habe festgestellt, es gibt so aus meiner Sicht vier verschiedene Verstopfungstypen. Und ich möchte Ihnen auch vier verschiedene Dinge zeigen, die Sie machen können. So, gehen wir mal zum Fall Nummer 1. Fall Nummer 1, das ist, wenn Sie sich mit dem Patienten unterhalten, wird Ihnen der vielleicht erzählen, wenn Sie ihn fragen, wie lange haben Sie das denn schon? Dann wird er Ihnen sagen, na ja, also ganz ehrlich, ich erinnere mich, das ist zum Beispiel seit meiner Kindheit. Ja, da hatte ich eine längere Erkrankung, war längere Zeit im Bett und dann ging es auf einmal schwer. Oder die Leute erzählen Ihnen, ja, ich habe mal über 3 Monate Antibiotika nehmen müssen, vielleicht wegen Salmonellen oder sowas. Und irgendwann danach hat es nicht mehr so richtig geklappt. Was tut man also in solchen Fällen? Es ist verhältnismäßig einfach. Wir versuchen, den Darm von oben bis unten normal oder zu normalisieren. Einfach jene Bakterien zuzuführen, jene Leitkeimstämme, von denen Sie ja schon wissen, die sind auch in der Lage, ihre Eigenschaften auf die umliegenden Bakterien zu übertragen. Das ist Omnibiotic 6. Je nachdem, wie dramatisch die Verstopfung ist, bitte 1 bis 2 Mal täglich einen Messlöffel. Der zweite Fall schaut ganz anders aus. Dieser zweite Patient, bei dem ist es oft so, das sind vor allem Menschen zum Beispiel mit einem langen Abusus von Abführmitteln. Ja? Wenn Sie diese Patienten haben, dann müssen wir versuchen, die Darmmotilität nicht einfach über die Bakterien anzuregen, sondern dann müssen Sie über Enzyme gehen. Ja? Und hier ist das Mittel der Wahl, ist hier Caricol. Dann würde ich Ihnen raten, dann kombinieren Sie bitte die richtigen Darmbakterien mit der enzymatischen Anregung der Darmmotilität. Danke vielmals.